So, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der diesjährigen Stammtisch-Gondel. Wir haben eine zweite Runde bei mir. Thomas Weninger von Quint und der Christian Heckel von RTL Wetter. Das ist der gute Mann, der uns jeden Tag sagt, wie das Wetter dahin geht. Grüß euch. Servus. Servus, meine Stammtisch-Gondel in Obergogl. Christian, erzähl uns mal bitte ganz spontan, wie wird das Wetter in Obergogl in den nächsten Tagen? Also das ist so fast mein Lieblingswetterbericht, nicht? Also man kann anfangen, heute in der Früh noch wolkenloser Himmel bei Minusgraden. Mittags ist jetzt ein bisschen zugezogen, das ist der weltbekannte Alto Stratus, also so diese Wolke, wo die Sonne so langsam milchig wird und dahinter verschwindet. Ja, und ein bisschen föhnig ist es natürlich auch. Und die gute Nachricht für alle Skifahrer, morgen kommen 20 cm Schnee, Hollerei, Tolle. Sehr gut. Frage Nummer 2, Tee oder Glühwein? Keine Frage. eine Antwort. Nehmen wir mal das Rote. Ich hoffe, dass da mal Glühwein drin ist. Bitte nehmt euch da mal selber. Sollen wir das soll die. Ja, wie ihr wollt. Bisschen gemütlich machen. Wie ihr wollt, sehr klar, natürlich. So. Momentan findet ihr der internationale Wettergipfel in Obergogl Hochkogl statt. Was darf sich denn jemand darunter vorstellen? Wir hatten da schon Tassen da. Ist doch authentisch. Was darf sich denn jemand darunter vorstellen, der das noch nie gehört hat, noch nie gesehen hat? Was ist denn ein Wettergipfel? Ja, es ist eigentlich das höchste der Wettergefühle, nicht? Deswegen auch der Name der Gipfel. Es treffen sich halt ganz einfach sehr, sehr viele Leute, die beruflich genau dasselbe machen. Aber das teilweise auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Es gibt ja die öffentlich-rechtlichen, es gibt die privaten. Und natürlich auch von Land zu Land unterscheidet sich das, wie so ein Wetterbericht ausschaut. So ist es. Und in Wahrheit ist es in den Jahren, mittlerweile muss man ja sagen, das ist hier in Obergogl die 11. Auflage bereits des Wettergipfels. Ja, das ist eigentlich irgendwie so ein bisschen, kann man sagen, das Branchenmeeting. Eigentlich der TV-Wettermoderatoren aus Europa. Genauer muss man sagen, weil es wirklich sehr, sehr familiär geprägt ist, es ist ein Familientreffer. Ja, man kann sich das tatsächlich so ein bisschen vorstellen. Es sind von Jahr zu Jahr immer sehr bekannte Gesichter dabei. Es sind aber immer auch natürlich neue Kollegen dabei und das macht irgendwie auch natürlich den Reiz aus. Was ist eigentlich da in den letzten Jahren passiert? Das ist ja schon das 11. Mal jetzt da. Es wird ja irgendwo was Skurriles einmal gewesen. Ihr reist ja von Ortschaft zu Ortschaft. Jedes Jahr irgendwo anders. Ja, ich glaube, die Organisation von Thomas und seinem Team ist halt so dermaßen gut gewesen, dass die Mundpropaganda, die Leute sprechen ja auch, du übrigens, ich war dort letztes Jahr, warst dort auch schon mal. Und natürlich haben wir auch gegraben, beziehungsweise der Thomas mit seinem Team. Aber du kannst baggern und graben, weiß man ja aus dem richtigen Leben, ist nicht immer erfolgreich. Aber wenn du gute Mundpropaganda hast, und die haben wir, glaube ich, durch die super Sachen, die wir die ersten Jahre auch gemacht haben, haben wir gute Mundpropaganda gehabt und dann ist es jedes Jahr größer geworden. Wie viele Leute sind jetzt momentan hier bei uns da in Obergogl? Also in Obergogl heuer haben wir 35 Wettermoderatoren und Moderatorinnen, damit man das auch gendermäßig richtig macht, aus 8 Nationen. Willkommen in Österreich. Oder? Willkommen in Österreich. Die 8 Nationen sind, wenn ich es zusammenkriege, Österreich, Deutschland, Schweiz, die Niederlande, Großbritannien, Tschechien, Polen. Dänemark. Heuer im Übrigen das erste Mal auch die Kollegen aus Dänemark dabei. Thomas, schub mal bitte den Tier kurz zu, bitte. Sonst hört man uns nicht. Danke sehr. Jawohl. Wir waren bei denen. Bei den Dänen. Also wie gesagt, das mischt sich von Jahr zu Jahr ein bisschen durch. Den Löwenanteil muss man auch dazu sagen, der Fernsehstationen machen definitiv die Deutschen aus. Natürlich muss man auch umgekehrt sagen, für Tiroler Destinationen wie Obergogl, Hochkogl natürlich auch sehr wichtig, weil das ist einfach der erste Markt. Da kann man aber in der Zwischenzeit wirklich sagen, dass alle relevanten großen privaten wie öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen dabei sind. Christian, du bist, geh gleich wieder zu. Christian, du bist ja eigentlich, wir haben gerade vorhin ein bisschen kurz drüber geredet, beim Vorcafé, eigentlich ein Österreicher, also deine Dialekt. Oh, ohne eigentlich. Das bisschen Dialekt, das kriegt man auch nicht weg, genauso wie man einen Ötztaler nicht zum Hochdeutsch sprechen kann. Wie kommst du nach Köln?
Ja, nach Köln gekommen bin. Ich habe ja 3 Jahre in der Schweiz gearbeitet, nachdem ich von der Uni weg bin, mit einem gewissen Herrn Kackelmann. Also ich glaube, den kennt man auch hier in Österreich, Jörg Kackelmann. Und ich war der Erste, der da zu seiner neuen Firma raus ist. Und das war für mich ein Lebenstraum, weil wir halt besseres Wetter machen wollten. Also ich wollte jetzt nicht zu einer staatlichen Wetterdienststelle gehen, sondern ich wollte eigentlich zum privaten Wetterdienst und das ein bisschen anders, ein bisschen besser, ein bisschen genauer vorhersagen als die Kollegen. Muss man ja auch, wenn man jetzt jung von der Uni kommt und nicht irgendwie einen Traum hat oder auch eine Perspektive, dann ist es ja eigentlich ganz schlecht. Und der Jörg war der Erste, der private Wetterdienst aufgezogen hat. Dann haben wir 3 Jahre gearbeitet, eigentlich glaube ich sehr viel und vor allem relativ erfolgreich. Wir haben dann sofort den Südwestfunk bekommen, wir haben das Morgenmagazin bekommen. Und der Jörg natürlich immer als eins, völlig klar, aber ich musste die großen Schuhe oder die großen Abdrücke von Jörg hat immer versuchen auszufüllen und die war dann immer die 2 und dann irgendwann hat RTL einen gesucht. Und da hatte ich schon den großen Vorteil. Ich war jetzt da. Ja, ungefähr genau so, weil als ich anrief da bei RTL und sagte, ich habe gehört, ihr habt schon länger gesucht, ah, du bist der Österreicher von SWR3. Und das war natürlich schon die Eintrittskarte, dass sie bei mir gar nicht mehr versucht haben, mich irgendwie umzumodeln auf Hochdeutsch. Also wäre auch schwierig geworden, aber sie haben es Gott sei Dank nicht mal probiert. Der gute Wille zählt darauf, ja, eindeutig zu erkennen. Was ist eigentlich jetzt die letzten Jahre passiert? Also irgendwo, wo wurde denn das skurrilste Wetter gedreht? Oh, da waren wirklich viele skurrile Situationen. Ich habe das heute noch schon angeschaut, also das war oben. Hohemut, ich habe gesehen mit einer Rodel, die gute Wetterlady von Puls 4, die ist mit der Rodel weggefahren. Ich als Einheimischer war weit fort nicht damit. was war denn das Skurrilste? Na, wir versuchen natürlich immer, letzten Endes wirklich attraktive Drehorte auch zu finden. Es ist klar, für die ganzen Live-Schaltungen, und da muss man sagen, das sind in den letzten Jahren richtig viele geworden, die aus Live, die vom Wettergipfel live senden, was natürlich sehr erfreulich ist. Aber für dort, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, und wo es Aufzeichnungen sind, versuchen wir halt immer sehr besondere Locations zu finden. Und da waren ein paar lustige dabei. Also Gletscherspalte. Ich erinnere mich, ja genau, da sind einzelne sozusagen abgeseilt in die Gletscherspalte, von dort moderierend. Wir waren in Eishöhlen, wir waren, ganz skurril war einmal der Kollege, der in Sölden, ein paar Kilometer weiter, barfuß bei absolut... Ja. Sturm und Schneeregen. Sturm also und Schneeregen barfuß über diese Slackline gelaufen ist. Unglaublich. Also, da waren schon ein paar bunte Bilder dabei. Oder auch Herr Heckel hier, rechts von mir, der da gibt es ein legendäres Bild, wo er sozusagen sich wirklich gegen den Sturm auflehnt und ja, also, das ist ein sehr lustiges. Also wettermäßig hat man wirklich schon alles von also dem fast wolkenlosen Himmel heute in der Früh, da hat man auch schon 2, 3 andere richtig schöne Tage und dann letztes Jahr halt der Schneesturm am Stubaier Gletscher hin, war natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Und da kommt man mal zeigen, weil immer alle sagen, also Föhn ist ein warmer Fallwind, ne? Also, ja. Der das geschrieben hat, dann da unten schon, aber da oben nicht. Und das kommt man den Leuten auch einmal zeigen, dass dort, wo der Föhn beginnt, das mit warm nichts zu tun hat. Bei weitem nicht, ja. Ihr verteilt ja, oder ihr macht ja jedes Jahr einen Wetter-Award. Den hast du schon gewonnen. Was muss man denn da machen, dass man diesen Wettergipfel, Wetterfrosch-Award bekommt? Oder ist das so wie, naja, wie die Bronzemedaille beim Skirennen? Nein, es ist tatsächlich ein relativ ernsthafter Wettbewerb geworden. Also die versuchen tatsächlich von Jahr zu Jahr sich wirklich einfach ihre besten Beiträge des letzten Jahres irgendwo rauszusuchen und die einzureichen. Und es geht ein bisschen darum, man kann sie ja nicht ganz linear vergleichen, aber es geht darum, Stichwort Infotainment, wer hat tatsächlich irgendwie den schönsten, unterhaltsamsten und informativsten Wetterbeitrag quasi im europäischen Fernsehen gemacht? Während des vergangenen Jahres, oder? Während des vergangenen Jahres, genau. Ja, das ist cool. Also das kriegt man jetzt nicht so. Nein, das kriegt man nicht. Das ist ja so quasi ein Best-of von allen. Das ist ja auch mal schön anzuschauen. Also auch du für hast die Kollegen. Das, glaube ich, wie oft gewonnen? 4-mal, glaube ich. 4-mal. Ja, da wurde eine kurze Hose drin, wo sind wir dabei? Das ist also irgendein Musikvideo. Achso, ja. Ja, also wir haben schon relativ viel Blödsinn gemacht. Ja. Nein, aber waren auch schöne Drehs dabei. Wie zum Beispiel heute Morgen waren wir hier oben auf der Hohe Mut. Da habt ihr allerhand Geschichten gemacht. Wir sind jetzt soweit fertig und durch mit der Stammtischgondel für
heute. Wir fahren jetzt wieder retour. Ich werde euch dann noch bitten, da drüben wir uns ein Stammtisch-Gondel-Gästebuch zu signieren. Ja, herzlichen Dank für den Glühwein. Gell? Vielen Dank. Vielen Dank. Weiterhin viele lässige Wettergeschichten. Ich schaue mir das immer gerne an. War. Sehr zum Wohl. Und freue mich drauf auf die nächste Episode der Stammtisch-Gondel da in Obergurgl-Hochkogl.